Ja, ich finde die Schafe knuffig. Generell, Schafe sind eigentlich ziemlich friedliche, süße Tierchen. Und es ist schade, dass man sie wirklich töten muss. Früher in Minecraft war es ja noch so, man konnte, na sag schon, die Schafe einmal anhauen und da haben sie Wolle gedroppt. Jetzt muss man sie scheren. Das heißt, man muss zu Anfang viel brutaler sein. Das gefällt mir nicht. So. Da ich jetzt nicht weiß, ob das reicht, wenn wir einfach drei verschiedenfarbige Wolletypen da haben, muss ich das gleich erstmal vor Ort hier ausprobieren. Erstmal musst du sterben. Sorry, Schaf. Ich werde irgendwann eine Schaffarm errichten. Da wird dann alles wieder gut. Ey, ich häng fest. So. Kurz hier das Gras abbauen. Brauchen wir immer noch Seeds. So, dann bauen wir jetzt mal ein paar Holzblöckchen. Dann bauen wir uns eine Crafting-Bank. Platzieren die auch hier gleich vor Ort. Und dann gucken wir mal. Wir haben jetzt zwei Wolle. Hier eine braune Wolle. Bitte lass ein Bett draus werden. Ja! Ein Bett! So. Das Bett tun wir dann gleich ins Haus. Aber zuvor hier noch so ein bisschen das Gras abbauen. Ist nicht verkehrt. Ja, da hinten ist auch jede Menge schöne Landschaft. Da hätten wir auch hinschwimmen können und unser Leben aufbauen können. Und hier sind auch jede Menge Schafe. Wahrscheinlich sind die so in ein paar Nächte alle weg, aber ich kann sie im Moment noch nicht alle zählen. Dazu habe ich noch zu wenig Getreide und der Weg ist zu lang und so und naja, das Übliche. Was? Wie viel Getreide haben wir jetzt noch? Samen. So ein bisschen haben wir jetzt noch. Jetzt gehen wir wieder zurück. Jetzt brauchen wir nämlich unsere neuen Werkzeuge, damit wir weiterbauen können. Damit wir erstmal den Tunnel bauen können. Damit wir eine kleine Abkürzung haben nach dahin, wo wir wollen. Und ja, einfach mal gucken. Und hoch. Und hier rüber. Blub, blub, blub. Blub, 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 und K. Blub, 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 blub. Schafe sind toll. Ah, und man kann sich hier so langsam bewegen. Höhle. Ist riesig. Und das Wasser, das ich immer verschlucke, das ist auch immer kacke. Viel zu salzig und sumpfig. Man schmeckt nach Sumpfsuppe. Wer mag Spinne? Ich habe gerade eine Spinne gehört. Ach so, unter mir ist eine Höhle, okay. Ja, ist ja auch klar, da war ja gerade ein Höhleneingang. Dann sollte ich mich nicht wundern. Aber jetzt bau dich doch nicht weg, du Berg. Also echt. Null Plan, dieser Berg. So, da hinten können wir noch mal ganz kurz gucken, ob da irgendwie Saplings gedroppt sind. Ja, ich weiß, ich könnte mir jetzt auch ein Boot bauen, damit ich hier schneller rüberkomme, aber nee. Den Gefallen tue ich euch jetzt mal nicht. Wie viel Kohle haben wir noch? Wir haben noch 5 Kohle. Das ist eine ganze Menge. Dafür, dass wir noch nicht so viel erreicht haben. So. Da hinten hat sich der Baum aufgelöst. Also das Geäst da oben. Hat da auch was gedroppt? Ja, der hat ein paar Saplings gedroppt. Die nehmen wir natürlich alle mit. Die sind nahezu überlebenswichtig, damit wir auf unserer Insel da auch ein paar Bäume pflanzen dürfen. So, da hinten war der andere Baum. Da ist auch ein Apfel gedroppt. Sehr schön. So, jetzt aber zurück. Ja, versprochen. Und dann warte mal, wir machen uns jetzt den Gefallen und bauen uns jetzt tatsächlich schnell ein Boot. Einmal dahin. Tack. Und dopp, 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 dopp.
Sowieso doof, dass sich die Sport zerstört hat, als wir das Land erreicht haben. Nur weil wir nicht gebremst haben. Also wirklich. Und, na los, fahr zu. Yeah, es wird schon wieder dunkel. Ich könnte kotzen. Minecraft, das Spiel, das fast immer dunkel ist. Warum auch immer. Und, bremsen. Aussteigen. So, Boot abbauen. Boot abbauen, oder auch nicht. Dann parken wir das halt hier mal. So. Da wird es jetzt gefällig geparkt. Wir finden es nie wieder. Ich sehe es jetzt schon kommen. So, ein bisschen Sand nehmen wir noch mit, damit wir uns auch ein zweites Fenster oder so bauen können. Und ein drittes, beziehungsweise in diesem Fall. Und dann hier schnell in das Haus rein. So. Haben wir hier einmal den Sand. Der möchte hier verbrannt werden. Dann haben wir Holz. Das Holz tun wir erstmal in ein paar Stickies bauen. Verarbeiten. Und mit diesen Stickies machen wir jetzt erstmal Fackeln für hier drin. Habe ich alle verbraten? Ich glaube, ja. Ja. So, da haben wir jetzt erstmal genug Fackeln. Fürs Erste. Kommen hier überall in die Ecken. So, das Glas ist fertig. Ist eigentlich im Moment voll die Kohleverschwendung, weil der Ofen ist noch warm und so. Aber was soll's. So, dann können wir eben schnell hier den Boden ausrüsten. Habe ich noch so viel Holz? Ja. Und ich glaube, den Erdeblock unter der Tür sollte ich nicht wegmachen, weil sonst die Tür quasi defekt ist. Ah, was mache ich denn? Ich mache Erde weg und mache Erde hin. Ja, super. Gratulation, Mammut. Sie sind ein Held. Ein Anti-Held. So. Weg. Und das da auf die Tür weg. Und schnell in die Tür wieder hin. Falsche Leiste. Dahin. Natürlich von außen. Ich bin ja kein Depp. So. Und dann machen wir uns jetzt eine Streunspitzhocke. Ja, noch eine. Komm. So viel Zeit muss sein. Dann machen wir uns eine Steinschaufel. Nur für Notfall. Dann ein Steinschwert. Zwei. Und eine Axt. Zwei. Und dann vielleicht noch eine Hake. So. Dann bauen wir uns eine Truhe. Zwei. Damit wir wichtige Sachen zwischenlagern können. Na, shit. Nochmal. Zack, 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 dup, 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 dup. So. Erstellen. Haben wir. Gut. Den Thron hier hinsetzen. Sachen einlagern. Was lagern wir denn ein? Die Seerosenblatt zum Beispiel, die Pilze. Samen pflanzen wir gleich ein, wenn es Tag ist. Die Stickies ziehen lassen wir drin. Das Holz kann hier erstmal rein. Die zweite Werkbank kann hier rein. Die Pflastersteine brauchen wir im Moment auch nicht. Das Fleisch nehmen wir mit, falls wir Hunger haben. Ja. Dann würde ich sagen, wir gehen auf Monsterjagd. Ne? Wir brauchen ja TNT und sowas, weil TNT ist für mich überlebenswichtig. Ich arbeite gerne mit TNT. Ah, ich traue mich jetzt bei Nacht aus dem Haus raus. Ja, ich bin jetzt kein Pussy mehr. So, jetzt gehen wir erstmal hier den Zombie hier ganz mutig schlachten. Komm her, Mr. Zombie. Es ist nicht deine Nacht. Muss sterben. Elendig. Yay. Und der Creeper natürlich. Die Creeper. Oh shit. Holy shit. WTF. Ich hab mein Bett nicht gepflanzt.
Ah, shit, 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 shit. Oh Gott, geh da hoch. Geh da hoch. Da ist ein Skelett. Scheiße, scheiße. So viel zum Thema, ich bin keine Pussy. So. Hätten wir das auch geklärt. Ja. Die Frage ist ja jetzt eher, wo bauen wir jetzt genau unser Bett hin? Wir müssen dazu irgendwas abreißen. Und wir machen hier Tor ein nach links. Das war natürlich doof, dass ich nicht daran gedacht habe, mein Bett zu pflanzen. Aber gut, dass es mir noch rechtzeitig eingefallen ist. So, dann mein Bett hier hin. Geht das? Ja. Die Monster sind in der Nähe, deswegen kann ich das nicht, aber das ist ja schon fast Wumpe. So, dann haben wir hier Skelettparty und sowas. So, komm her. Komm her. Friss das. Zwei Pfeile. Autsch. So, und du hast Seide getroffen. Sehr schön. Wow. Bleib mal ruhig, ja? So. Monster sind immer noch in der Nähe. Ich weiß. So, wo seid ihr denn? Seid ihr hier schon wieder um die Ecke? Ja, seid ihr. So, aber das... Erst war da ein Creeper und dann waren auf einmal drei. Das geht ja auch nicht. So, kann ich jetzt hier schlafen? Ja, ich kann schlafen. Puh. So. Das heißt, ich habe jetzt einen Spawnpunkt. Das ist sehr gut. So, und du darfst auch sterben. Danke. Vielen Dank, dass du an diesem Spiel teilgenommen hast. Jetzt sind die Creeper dran. Und stirb. Und stirb. Nochmal stirb. Und jetzt aber. Und er hat sogar Schwarzpulver gedruckt. Sehr schön. So, jetzt nochmal hier. Gut, dass ich geblockt habe. Ich finde das ja krass, dass man mit dem Blocken einfach so die Creeper-Gefahr vernichten kann. Und die Creeper somit zu dieser ultimativen Pussy-Form werden. Na, Knochen! Yeah! So, jetzt sollten wir natürlich auch mal, dass da kein Creeper einfach so mal von oben kommt. Das passiert ja auch hin und wieder mal gerne. Man kennt das ja. Man ahnt nichts Böses und dann auf einmal BOOM! So. Jetzt aber weiter in unserem Tunnel hier. So, die Flaggen setzen wir natürlich irgendwann noch symmetrisch und sowas. Erstmal hier bearbeiten, dass wir hier Kacke gebaut haben. Wo haben wir denn die Steine? Wir haben erstmal alle Steine in der Truhe gelassen. Sehr schlau. Ganz gut gemacht. Fackel setzen. So, wir wollten natürlich auf dieser Höhe weiterarbeiten. Und erstmal uns durcharbeiten, bevor wir den Tunnel verbreitern und verschönern und sowas. Und bauen da dann in die Lücke auch wieder Cleanstones hin, also die normalen Steine, nicht die abgebauten Steine. Damit es einfach wieder einheitlich aussieht. Jetzt bauen wir auch zur Not eine Wand dahin, wo dann Erde ist. So, hier ist wieder Erde. Gucken wir mal, ob wir hier bald rauskommen. Ja, wir kommen raus. Hallo Freiheit. So, welches ist unser Haus? Jetzt noch ein hier überall in die Breite gehen. Dann hätten wir schon mal unser erstes Anfangsprojekt quasi beendet. Wenn es dann fertig ist. Das dauert ja noch. So. Steine wieder abbauen. Schade, dass ich hier keine weiteren Materialien gefunden habe. Aber das ist ja auch nicht weiter schlimm. Wir werden schon früh genug noch unsere Materialien finden und so. Und wenn wir hier einen Tunnel in die andere Richtung noch machen, so eine Abzweigung quasi,
Und da dann vielleicht auch noch auf eine Höhle stoßen, weil unbedingt so der Höhlenfinder bin ich jetzt nicht. Die Sumpfhöhle, da möchte ich jetzt nicht unbedingt gehen, weil das ja alles überflutet ist, und überflutete Höhlen, die sind ja eigentlich immer kacke. Aber erstmal hier ringsrum um den Stein hier alles vernichten. Alles. Wieso ringsrum um den Stein? Ich meine natürlich um den Eingang. Oh Gott.